Im Norden Italiens sind die Spürnasen unterwegs. Sie sind auf der Suche nach Trüffeln. Das Gebiet zwischen Poebene und Alpen ist bei Pilzfeinschmeckern besonders beliebt. Die Einheimischen sind dabei klar im Vorteil, denn auch in Italien gelten Ausgangs- und Reisebeschränkungen. Da die Trüffelsuche in ländlichen Gebieten stattfindet, ist man allein. Man trifft mal auf Wildschweine oder Rehe, aber sonst ist im Wald nicht viel los. Da hat sich also nichts geändert. Für die Trüffelhändler aber ist vieles anders. Eine Messe in der Stadt Alba musste wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Also setzen auch die Vertreiber der Luxusspeise auf Lieferungen. Die Feinkostfreunde sind verzückt. Glücklicherweise gibt es im Leben einige Erfahrungen, die man nicht in eine Kiste verpacken und verschicken kann. Aber beim Trüffel ist es wie bei fast allen guten Dingen, die man essen kann, anders. Sobald das Paket angekommen ist und man es öffnet, ist der Raum vom Trüffelduft erfüllt. Der weiße Trüffel aus dem Norden Italiens gilt als besonders hochwertig und erzielt stolze Preise. In manchen Jahren werden fünfstellige Eurobeträge pro Kilo aufgerufen. Viele Leute rufen an, weil sie schon mal in unserem Laden waren. Andere stoßen im Internet auf uns und haben Fragen. Jeden Tag kommen ungefähr 40 Anfragen von Privatkunden, die Trüffel kaufen wollen. Die Nachfrage ist bei der Kundschaft sehr groß. Trüffel gelten als beliebtes Weihnachtsgeschenk. Welche Mengen in den Handel kommen, hängt vor allem davon ab, wie viele der Edelpilze von den Trüffelhunden erschnüffelt werden. Tutte quattro le lingue, consigli d'uso, come si conservano.